kam er in die Schule und der Lehrer hat eine Aufgabe gegeben, schreib auf, was du später werden willst. Und dann hat er geschrieben, glücklich. Und dann haben die Lehrer zu ihm gesagt, mein Junge, du hast die Aufgabe nicht verstanden. Und dann hat der Junge gesagt, nein, sie haben das Leben nicht verstanden. Guten Morgen, meine Freunde. Euer Coach, hier ist Sessi. Ja, ich bin beim Sport. Mal eine kurze Nebenbei-Story. Man muss sich im Leben immer das, was man haben will, muss man sich immer holen. Ein ganz, ganz doofes Beispiel gerade. Ja, hier war so ein Duftspender, der hat halt gestunken. Und ich würde niemals einfach das über mich ergehen lassen, ohne was zu sagen. So. Deswegen habe ich natürlich gesagt, ey, das stinkt mega. Könnt ihr das mal bitte abhängen? Und es wurde abgehangen. So, und denkt mal an eure Kinder, wenn ihr Kinder habt. Wenn ihr da sagt, nein, die schreien, die lassen sich auf den Boden fallen. Die hören nicht auf, bis sie das haben. Und wir kriegen das abtrainiert. So, wir, wenn einmal einer sagt, nee, kriegst du nicht, alles klar, okay, kriegst du nicht. Ja, und genau das ist das Gegenteil. So lange Nerven, Gas geben, bis man das bekommt, was man haben will im Leben. Das ist der Schlüssel. Und nicht vorher aufhören, dann kriegt man so ziemlich alles. Meine Freunde, hier ist komisches Licht, aber ihr wisst gar nicht, wie nervig ich bin. Ey, wenn ich was will, ich bin so mega nervig. Damals auch Nationalmannschaft, da wurde ich erstmal nicht ins Sommercamp gewählt. Ich habe alle Trainer, die ich kannte, angerufen. Ich habe alle genervt komplett, bis ich doch noch eine Nachladung bekommen habe. Weil ich war bei der deutschen Meisterschaft, war ich krank, hatte 39 Fieber, habe mega schlecht gespielt. Und dann haben mehrere Trainer da angerufen und gesagt, ey, der Typ ist aber gut, der ist mit Abstand der Beste in der Hamburger Auswahl, nehmt ihn. So, und dann im Sommercamp bin ich von Anfang an in die Nationalmannschaft gekommen, war erste 5 und habe die meisten Punkte gemacht. So, aber Fitness. Ich habe mich in dem gleichen Fitnessstudio, bevor ich meinen ersten Job gekriegt habe, 10-mal beworben. Jeden Monat einmal. Ich höre einfach nicht auf. Und genauso wird man erfolgreich. Und das ist der Schlüssel. Okay, jetzt trainiere ich mal weiter. Ja, kann man auch ohne Gesicht erfolgreich werden? Also ja, aber es ist so krass, weil zu fast jeder Frage fällt mir immer eine Story ein. Und diese Story ist so, so wichtig. Wenn du dich das fragst, dann check erstmal den Fokus. Ist dein Fokus darauf, erfolgreich zu werden auf Instagram, ohne dein Gesicht zu zeigen? Wenn ja, dann hättest du es in den letzten Monaten bestimmt schon öfter gesehen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt da draußen, die sehr erfolgreich sind, ohne ihr Gesicht zu zeigen. Und wieder Dubai. Da vorne gucke ich auf das Habdor. Da war ich das erste Mal 2011. Da habe ich gedacht, Dubai ist mega geil. Ich will hierhin auswandern und ich habe es sogar schon vorher gedacht. Jetzt kommen wir zum Fokus und zum Möglichkeiten sehen. Was habe ich gemacht? Ich habe das erste Mal 1999 als ein Basketballprofi nach seiner Karriere nach Dubai ausgewandert ist und er war dann Personal Trainer von einem Scheich. Da habe ich gedacht, krass, wie viel verdient er da für eine Scheichfamilie? Das ist ja mega. Und dann hat er irgendwie einen Zeitungsartikel gehabt, er fährt dann den Lambo von der Familie und so, kein Problem, ist halt Personal Trainer da. 1999 habe ich das erste Mal gedacht, das ist aber krass. Und das ist der Fokus. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, nicht den Fokus hätte, im Leben voranzukommen, hätte ich vielleicht gedacht, oh, ach so, Scheichfamilie, oh, alles klar, vergessen. So, wenn ich diese Sachen sage heutzutage mit Inflation, das ganze System ist kurz vorm im Arsch sein. Alle so, vergessen. So, aber ich habe darüber nachgedacht, krass. Und dann hatte ich 2006, überleg mal, nochmal 7 Jahre später, hatte ich einen Kunden, der hat einen guten Freund gehabt, der hat Tinten hier in Dubai verkauft. Ne? So, hat hier halt geschäftlich immer zu tun. Habe ich gesagt, ja cool, können wir uns mal mit dem treffen zusammen, frage ich ihn so ein bisschen aus über Dubai, dies, das. Habe ich ihn gefragt. Das Problem damals war, ich habe einen Hund gehabt und er hat gesagt, hier, Hunde sind hier nicht erlaubt. Deswegen ist es für mich damals nicht in Frage gekommen. Aber ich habe gefragt, so, ist das mit Personal Training, kann man dafür eine Scheichfamilie oder kann ich deutsche Personal Trainer da hinbringen und vermitteln und so. Immer gedacht, so was kann ich, wie kann ich, was kann ich machen. So, und dann, nochmal 5 Jahre später, 2011, bin ich in der Stadt entlang gegangen und wir wollten halt Urlaub machen. Und dann habe ich in dem Reisebüro einfach draußen so eine Werbung gesehen, da war Spanien, was weiß ich, ein paar verschiedene Länder und Dubai. Und auch günstig, weil Sommer war und zu heiß und da war es sehr günstig. Habe ich wegen diesen Gedanken, die ich alle schon seit Jahren hatte, gesagt, lass mal nach Dubai fliegen. So,
Und dann erst bin ich das erste Mal nach Dubai geflogen. Und dann hat es mir in Dubai so gefallen, dass ich schon hier gedacht habe, ey, wie krass wäre das, wenn man einfach hier leben könnte. Das war 2011. Das war nochmal 7 Jahre, bevor ich dann wirklich ausgewandert bin. Und das Geile ist, als ich ausgewandert bin, habe ich mit einem Kunden trainiert. Und der Kunde hat mir gesagt, wir haben Wohnungen in Dubai. Da habe ich gesagt, was, kann ich die mieten? Hat er gesagt, ja, warum nicht? Jackpot. Das ist das RAS, das retikuläre Aktivierungssystem vom Gehirn. Das ist praktisch wie eine Vorhofdame, die alles raussortiert, was nicht relevant ist. Weil wenn du alles realisieren würdest, dann würdest du geisteskrank werden. Das heißt, wenn du merken würdest, wie deine Unterhose sitzt, wie das T-Shirt hier oben sitzt, wenn du alles realisieren würdest, bewusst, dann würdest du geisteskrank werden. Deswegen sortiert es alles aus, was nicht gerade relevant ist. Deswegen, wenn du schwanger bist, siehst du auf einmal überall schwanger. Wenn du einen BMW kaufst, siehst du überall BMW. Wenn du verliebt bist, siehst du überall Verliebte. Warum? Weil du dann offen bist und einen Fokus auf genau das hast. Es waren genauso viele BMW-Fahrer vorher, genauso viele Schwangere, genauso viele Verliebte. Nur du hast es nicht gesehen, weil muss aussortiert werden. So, du kannst 2 Jahre meine Storys gucken. Das Gehirn kann aussortieren, dass wir bald im Crash sind, dass bald dein Job weg ist, kann alles aussortieren. Nicht wichtig. Das ist der Fokus. Siehst du, mein erster Gedanke mit Dubai hat 99 angefangen. Überleg mal, wie lange. Überleg mal, wie lange ich darüber nachgedacht habe. Wie lange ich den Fokus auf verschiedenen Sachen hatte. Ich hatte immer meinen Fokus auf Vorankommen im Leben, egal in welchem Bereich. Und man kann sich nie abschütteln lassen, zum Beispiel bei Nahrungsergänzung. Ich habe die ersten Produzenten angerufen, die haben gesagt, ja, 50.000 Dosen Mindestbestellung, weil wir kennen dich nicht. 50.000 Dosen? Da musst du mindestens 500.000 geben. So, aber ich habe nicht aufgegeben. Der Fokus kombiniert mit nicht aufgeben. Und 20 Jahre, über 20 Jahre, 5-mal mein Hobby zum Beruf gemacht. So viele Stolpersteine. Und es ist so krass, weil wenn man den Kopf öffnet und den Fokus und die Macht von einem guten Mindset anwendet, dann kann man alles erreichen. Und wenn jetzt, ich würde niemals für irgendeine Scheichfamilie hier arbeiten. Ich würde niemals von irgendjemandem mich jemals anstellen lassen. Okay, das Thema ist vorbei. Und es ist alles nur hier oben. Ich habe es 20 Jahre nicht verstanden. Oder 15 Jahre. Und die Vorhofdame oder Sekretärin sondert jetzt ganz viel wieder aus. So die Leute, die, ich glaube 17%, die nicht im Matrix-Prinzip sind, die hören das jetzt und können das nicht auf die eigene Situation umpolen. Dass sie selber den Job verlieren werden, dass sie pleite sein werden. Was passiert da draußen? Digitalisierung. Sie können es nicht verstehen, dass sie selber frei werden. Die Vorhofdame sagt, zur Seite. Zum Glück sind es 83%, die es machen. Aber im Matrix-Prinzip ist schon alles erklärt. Ich hätte 20 Jahre gespart, hätte ich das verstanden vorher. Durchzuhalten, egal was kommt, das lernt ihr wirklich im Matrix-Prinzip. Das wird euch richtig eingetrichtert, nicht nur eingetrichtert, sondern ihr trainiert das wirklich, dass das wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Dafür ist eben das Mindset das A und O. Also man braucht wirklich, wenn ihr ein Business macht, kann ich euch jetzt nach über einem Jahr wirklich sagen, ihr braucht ein starkes Mindset. Es kommen ständig unerwartete Dinge auf euch zu, aber habt keine Angst davor, das wird denken, dass man mit Online-Business nicht anfängt, weil man eben Angst hat, aufzugeben. Das ist mit dem Matrix-Prinzip meiner Erfahrung nach wirklich Vergangenheit, weil man einfach nicht mehr aufgeben kann. Wenn ihr ein richtig starkes Mindset habt, was ihr durchs Matrix-Prinzip bekommt, dann ist Aufgeben keine Option mehr. Es geht nicht mehr. Und dann habt ihr auch mega die Erfolge, weil wenn ihr immer weitermacht, egal welche Herausforderung kommt, dann ist ja klar, dass ihr euer Ziel erreicht und somit Erfolge habt. So, meine Freunde, das war's jetzt erstmal. Aber der Grundsatz von allem ist immer der Mindset.
wenn ich mich zum Beispiel hassen würde, wenn ich sagen würde, oh, dieser Coach Cecil, ich will nicht, dass er Erfolg hat. Und dann würde ich überlegen, scheiße, der Typ gibt aber niemals auf. Kacke. Wie kann eine Person, die nicht aufgibt, nicht erfolgreich werden? Es geht nicht. Und deswegen ist das Maximum-Prinzip und Matrix-Prinzip so erfolgreich, weil wir an der Ursache ansetzen, an dem Mindset. Und das entscheidet über deinen Erfolg in allen Bereichen im Leben. Das kombiniert mit den Übungen aus über 20 Jahren Erfahrung ist ein... Man kann das System nicht besser machen. Wenn man rauskommen will aus der Versklavung, sehe ich keinen anderen Weg. Es ist perfekt. Sage ich mit voller Überzeugung. Okay? Jetzt gehe ich runter vom Stepper. Bis später. Meine Freunde, ich war wieder fleißig für euch und habe ein YouTube-Video hochgeladen. Und zwar geht es um eine sehr, sehr krasse Geschichte in Bezug auf den Säure-Basen-Haushalt. Sehr wichtig, unbedingt jetzt gucken, teilen, liken, abonnieren.